Hallihallo und herzlich willkommen bei Batman Arkham Origins. Ich bin der Baume und wir befinden uns auf der Gotham Bridge. Das stimmt nicht ganz, wir befinden uns unter der Gotham Bridge. Und ich weiß nicht wieso, aber mein Urin sagt mir, wir müssen hier hin. Und wenn mein Urin das sagt, dann muss ich ihm einfach glauben. So, weiß nicht, hier hängen Haufen lustige Sachen rum. Ich hange mich da jetzt einfach mal lang. Das wird schon einen Grund geben, dass hier so Wartungsdinger rumbaumeln. Wisst ihr? Baumeln und so weiter. Hä? Ach so, ich muss jetzt sicherlich zum nächsten, hä? Wie? Wie, Moment. So, das startet doch jetzt bestimmt gleich nochmal von vorne. Hä? Ich muss auf den da drüben dann rauf, oder wie? Hä? Abgebrochen? Ich kann auch nichts grappeln oder so. Kann auch nichts schmeißen. Ist mir zu hoch gerade. Ist mir zu hoch. Mein armes Köpfchen, das will ich jetzt nicht mit solchen Sachen belasten. So, kann ich mich da irgendwo hochgrappeln, bitte? Ach, das sind... Was sind das? Sind das Kranschiffe? Das ist ja ulkig. Ja, da ran grappeln. So. Ich muss jetzt irgendwie zum südlichen Pfeiler, was ja dieser dort sein müsste. Und dort müsste eine Bombe sein von Firefly. Im Diamond District. Kommen wir hier irgendwie rein in die gute Stube? Weil ich check's sonst nicht. Letzte Folge hat mich verwirrt. Die Bombe wird mir nicht angezeigt auf der Karte. Obwohl Batman die Position bereits kennt. Hier ist eine ewig weite Strecke zu latschen. Also das ist immer ein schlechtes Gameplay-Element, wenn man ziellos weit latschen muss. Hier sind ein Haufen Bullen. Okay, stimmt. Die Brücke ist ja auch gesperrt irgendwie. Sollte man machen, wenn da eine Bombe rumhängt. Aber die wird ja im Pfeiler drin sein. Also müssen wir da irgendwie reinkommen. Also muss ja hier irgendwo eine Tür geben. Gott, ey, ich glaube, ich bin gerade echt total falsch hier. Ich benötige eine nicht beschäftigte Einheit für einen Spezialeinsatz. Ja, nee, tut mir leid. Wir sind gerade alle derbe beschäftigt. Hier ist alles mit Bomben vermint. Mit Minen verbombt? Ja, hier, keine Ahnung. Tja, was mache ich denn da jetzt? Hier scheint es auch keine Tür zu geben. Sieht nicht so aus. Ich fliege mal noch auf die andere Seite rüber. Vielleicht finden wir ja dort was von Bedeutung. Something useful. Lalalala. Ich glaube, ich bin schlichtweg falsch. Was haben wir hier? Toll. Was? Wie? Wo? Nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Enigma-Zeugs. Nee, habe ich gerade echt nicht. Will mich jetzt nicht mit Rätseln beschäftigen. Ich will die Bombe finden. Kann wohl nicht wahr sein. Hier unten sind doch Türen. Wieso kann ich da nicht rein? Wieso tut gerade mein Rücken unglaublich weh? Ja, weil ich gestern beim Fahrrad hochheben einen Hexenschuss gekriegt habe. Oh Gott, ich werde alt. Na, ein Glück muss man beim Let's Playen sich nicht viel bewegen. Sonst würde ich wahrscheinlich noch Probleme mit meinem Rücken kriegen. Bin ich zu weit unten vielleicht? Kann ja auch sein. Na, da oben ist doch so ein Fahnenmast. Grapple mal bitte den Fahnenmast, Batman. Ich dachte, das kriegen wir hin. So, jetzt? Ja. Tschuh! Und auf die Brücke rauf vielleicht? Vielleicht hier irgendwo ein Eingang? Ich weiß nicht. Ich kann es nur probieren. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, ey. Ich weiß nicht, irgendwie trollt mich das Spiel gerade, habe ich das Gefühl. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir fehlt voll das Verständnis gerade. So auf dem Schlauch zu stehen, ist immer kacke. Hier an diesem Pfeiler soll irgendwo eine Bombe sein. Das ist der südliche Pfeiler der Gotham Bridge. Das hat uns der Dude gesagt. Das ist die Mission. Da finde Fireflies Bomben. Entschärfen Sie die Bombe am südlichen Pfeiler. Süden ist... Hier unten ist Süden. Hier oben ist Norden. Oder bin ich jetzt total bescheuert und weiß nicht mehr, wo Norden und Süden ist? Ich bin mir sehr sicher, dass hier unten Süden ist. Und dass das hier ein Pfeiler ist, wo ich gerade drauf stehe. Das große Ding, was die Brücke festhält. Ich glaube, das sind Pfeiler. Oder muss ich doch wieder hier rein? Verstehe ich nicht. Der grüne Marker ist immer noch dort. Also irgendwie so. Also, ich flieg wieder rüber. Was soll's? Ich flieg wieder darüber. Komisch. Kann doch nicht wahr sein. Wo soll denn die andere Bombe sein?
Das hier ist der mittlere Pfeiler, nicht der südliche. Oder das südliche Ende des mittleren Pfeilers. Oder was? Wie jetzt? Warum? Hä? Was ist hier los? Keine Ahnung. Ah, da ist die Tür. Zack, bitte mal da hochziehen. Ah, das reicht schon. Ah, Mensch, nicht so weit hoch, Batman. Nicht so weit hoch. Oh, 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 gut, gut mitgedacht, Batman, gut mitgedacht. Eine Datasette. Die ist ja leicht zu hacken. Das kriegen wir schnell hin. So, schummeln. Was? Zwei Passwörter? Wahrheit. Noch eins? Information? Schönes Ding. Gut, nehme ich mir mit. Huch. Nicht so viel auf einmal machen, Batman. Davor stehen reicht. Muss nicht gleich an allem rumklettern. So. Gehen wir halt eben wieder rein. Puh. Irgendwas muss doch hier drin los sein. Können wir vielleicht zu Gordon gehen und sagen, mach die Tür auf, du Spast. Wo soll denn die andere Bombe sein? Kamera dreht sich unkontrolliert durch die Gegend. Kann ich nicht über das Gelände drüber springen? Wo ist Gordon eigentlich hin? Der war doch mal hier unten. Wo ist er denn hin? Wieso ist er denn überhaupt weg? Kann ich da mit meinem Batarang mal reingucken? Geht das? Nee. Nee, kommen wir nicht durch. Schade. Ich dachte, ich könnte mal gucken, was da hinten um der Ecke ist. Wo soll denn die andere Bombe sein? Ich müsste die ja jetzt theoretisch sehen auf der Karte. Oder? Theoretisch. Mach mal die Karte an. So. Und da oben ist eine Bombe. Zack, zack, zack. So, ne? Da. Oder bin ich einfach nur gnadenlos blöd und muss irgendwo hier drüben noch gucken? Nee, da ist nix. Es ist nur die eine. Nur die eine. Nur die hier. Südlicher Pfeiler. Schaltzentrale. Entschärfe die Bombe am südlichen Pfeiler. Wie soll ich da hin? Da war ich doch schon. Oder was? Südlicher Pfeiler. Ja. Da war ich doch schon. Wie soll ich denn da hin? Hier ist angeblich eine Tür, aber da komme ich nicht hin, oder was? Oder bin ich doof? Ich stand die ganze Zeit hier. Ich stand die ganze Zeit hier und hab nach Dings gesucht. Aber ich muss hier runter. Oh, ich bin doof. Oh, ich glaube, ich bin doof. Ich glaube, ich bin einfach nur gnadenlos bescheuert. Scheiße, scheiße, scheiße. For no reason. Es ist, ich glaube, ich sollte eine Pause einlegen. Wenn mein Hirn schon so am Pfeifen ist, dann sollte man die Signale lieber deuten und einfach mal ein Päuschen machen, anstatt sich hier wie der letzte Horst anzustellen. Das hat auch was mit Qualitätssicherung zu tun. Man kann nicht immer nur Videos horten. Man muss sich auch mal einfach zu einer Pause zwingen, finde ich. Das ist mein Ernst. Weiß nicht, wie ich das erzählen soll. Ich würde gern, es ist komisch, ich würde gern noch viel mehr aufnehmen, ja. Erstens, weil das Spiel unglaublich bockt, und zweitens, damit ich halt Videos auf Vorrat habe und so weiter und so fort, weil es schadet nicht, wenn man genug Videos hat. Und wie gesagt, das Spiel bockt halt eben auch. Es macht Laune. Aber wenn man das für sich alleine spielt, ist das auch gar nicht schlimm, wenn man so Passagen hat, wo man auf dem Schlauch steht. Aber ich merke das bei mir, wenn man sich aufnimmt, man will ja auch mit einer gewissen Qualität aufnehmen, dass die Leute daran Spaß haben und einem nicht zugucken, wie man eine Stunde lang rumrätselt. Wenn man für sich alleine spielt, dann kriegt man das gar nicht mit. Man steht auf dem Schlauch und man freut sich, wenn man es geschafft hat und sagt, ja, ich habe es hingekriegt und super. Aber solche Eskapaden wie gerade eben würde ich halt gerne vermeiden. Dadurch, dass ich sage, ich spiele das Spiel nur, wenn ich ausgeruht und ausgeschlafen bin und ein bisschen fit im Kopf und halt eben nicht so viel Scheiße baue. Schlichtweg ein bisschen schneller mitdenke. Und irgendwann lässt die Konzentration halt einfach nach, das ist ganz normal. Und dann kriegt man halt einfach gewisse Sachen nicht mehr mit. So wie gerade eben. Und wie gesagt, wenn man alleine für sich spielt, ist das auch nicht schlimm, dann stört einen das nicht. Da kann man auch wirklich 6 Stunden lang hintereinander, das kann ich auch, dieses Spiel durchsuchten. Aber, wie komme ich denn daran? Hui, das habe ich gar nicht mehr. Ey, cool. Kannst du das hacken? Ach, das ist ein Knopf. Okay, komme ich da an den Knopf ran? Ja, da kann man dieses Spiel halt durchsuchten, aber wie gesagt, wenn ich das Video für andere Leute aufnehme, dann sollte man sich dann doch ein wenig zusammenreißen. Weil niemand will einem zuschauen, der gerade voll auf dem Schlauch steht. Okay, das hat mit auf dem Schlauch stehen nichts zu tun. Das ist einfach nur übelst. Das ist einfach nur übelst schwierig. Scheiße, ist das eng. Ja. War doch gar kein Problem. So, jetzt keine Scheiße bauen. Mit Schmackes. Was habe ich jetzt auch schon mal? Yeah! Wutsch! Oh, okay.
Cool. Holy moly. Wie konnte ich denn das übersehen? Ein Glück bin ich hier nochmal lang. Und dort noch hoch. Och, ist das angenehm ruhig hier. So, das Südende müsste ja jetzt hier unten sein. Warte mal kurz. Karte, liebe Karte. Okay, ich muss, da muss anscheinend eine Tür sein. Ah, ich habe doch nach Türen geguckt, ich habe doch keine gefunden. Oder bin ich irgendwie... Muss ich hier durch? Kann ich da... Kann ich hier durch? Wo führt denn der Grappel hin? Achso, der will mich jetzt dort hochziehen. Angeblich soll dort ja eine Tür sein. Hä? Angeblich geht's hier durch. Oder was ist das? Da lang? Okay. Hier liegt alles mit Containern zu, ey. Ah, guck mal, hier geht's durch. Wir danken für Ihr Verständnis während der Feiertage. Wir alle von Gotham Transit wünschen Ihnen ein frohes Fest. Jo, Schweine, ey. Gott, war das schwierig zu sehen. Echt, ey. So ein Gehirngulasch. Echt. Ja. Ach. Die gehen jetzt gleich wieder hoch. Die Gitterstäbe. Okay, gut. Ich habe doch gehört, wie der Kasten runterzählt. Der hält anscheinend nicht ewig mit dem Strom. Okay. Das sieht aber nach einer verdächtig offenen Fläche aus. Oh. Ah, irgendwas passiert hier gerade. Die Brücke wird anscheinend immer instabiler. Hä? Warte mal, nee, das geht. Das geht, das geht. Probier's nochmal, Batman. Ich will da nicht immer mit Sprengstoff ran. Es ist nur Holz. Es ist doch nur Holz. Ach, okay. Dann sprengen wir eben das Holz. Ach, es ist eine Cutscene. Alles klar. Das wird nicht einfach werden. Okay. Diese Brücke scheint nicht mehr lange halten zu wollen. Oh, oh, oh! Wir wollen jetzt die Brücke schauen. Oh! Ich muss die letzten beiden Bomben entschärfen, bevor ich mich um Firefly kümmere. Du lieber Scholli. Ist hier irgendwas zum Dahingrappeln vielleicht? Kann ich da auf den Stahlträger springen? Ausgezeichnet. Oh, ich hatte kurz Angst, er schafft es nicht. Moment mal, da unten bewegt sich jemand. Könnte der Batman sein. Verfolge die Zielperson. Psst. Schnauze halten. Wenn Firefly ihre Zielperson sieht, könnte er die Bomben zünden. Verstanden. Oh, was für ein Drahtseilakt. Woo. Gut. Gut. Dann lasse ich mich hier erstmal noch eine Runde hängen. Ah. Oh, mein Bein schläft gerade ein. Oh, oh Gott. Oh. Ah. Ah. Aua, aua, aua. Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte eigentlich jetzt die Abmoderation machen, aber oh Gott, mein Bein. Okay, ich muss es hinkriegen. Oh. Du glaubst gar nicht, wie das gerade wehtut. Oh, tausende Ameisen. Jetzt geht's wieder. Oh Gott sei Dank. Oh. Kennst du das, wenn es dann so taub wird und du spürst das Kribbeln nicht mehr, sondern das Bein ist einfach dann wie abgeschnürt. Oh. Joi, was war das gerade eben? Das ist interessant. So, ich liebe das in Computerspielen, wenn sich die Karte quasi verändert dynamisch. Klar, es ist alles geskriptet, aber ich liebe das, wenn irgendwo was gerade eben noch eine Brücke ist und auf einmal Krach und vor allen Dingen, das ist wie in 4. Also F-E-A-R Nummer 4. 4. Da gab's auch die Szene mit der Brücke, wo du von Bahn zu Bahn kletterst und so weiter. Fand ich irre geil, hat mir super Spaß gemacht. Cool, ich werde auf jeden Fall nächste Folge meinen Spaß haben. Ich hoffe, dir macht es auch Spaß und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. So, wenn ich sage, ich bin der Baume. Auf Wiedersehen. Tschüss.